So, weiter geht's. Also, wir haben wieder mal oder zum wiederholten Male festgestellt, Alexei ist tot. Kate will das wahrscheinlich nicht so richtig kapieren, deswegen fragt sie den immer noch. Und jetzt können wir ihn noch zu diesem Yukol, zu diesem mysteriösen Volk befragen. Mal sehen. Hans hat mir oft von den Yukol erzählt, einem rätselhaften Volk im hohen Norden. Ach, das sind degenerierte Wilde. Sie beten Götzen und eitle Götter an und sind für keinerlei Bekehrung zugänglich. Hans hat lange unter ihnen gelebt. Sie sind wie eine zweite Familie für ihn. Ah, ich beschwöre Sie, geben Sie nichts auf den pittoresken Reiz dieser Völker. Ihr einziges Bestreben ist es, sich in einen vermeintlichen Eden in Roheit und Wollust zu suhlen. Denken Sie daran, wer sich von Gott entfernt, begibt sich in die ewige Verdammnis. Nun, ich glaube, ich habe genug gehört. Ich gehe. Gehen Sie Ich nun gehe. und wägen Sie die Folgen Ihrer Taten gut ab. Oh mein Gott, die zwei können sich, würde ich sagen, nicht so gut leiden. Okay, du blöder alter Saftsack. Ich sag mal nur, Pater Noster lässt grüßen. Gehen wir raus. Was wir jetzt machen ist, wir könnten zu Hans gehen, wir könnten aber auch noch mal vorlaufen, ob sich da irgendwas getan hat. Den Ärger und dieser komischen Schubkarre. Also das kam mir auch irgendwie mysteriös vor. Wir konnten uns den ja anschauen, aber konnten nichts daran machen. Und werden wir mal schauen. Wir haben jetzt eine Bürste und wir haben ja auch noch dieses Streichhölzer. Das ist ja wie Stroh drin, vielleicht können wir das auch irgendwie anzünden. Ich will es. Ich werde jetzt mal schauen. Es ist schon ein bisschen komisch hier mit dieser. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Ich habe keine Ahnung. Oh, hier liegt auf einmal eine Schere. Aha. Gut, dann könnten wir ja hinten bei den Grabsteinen eigentlich vielleicht dieses Gewächs wegschneiden. Dann mache ich jetzt aber doch erst gleich nochmal dahin zurück. Dann kommen wir ja schließlich etwas weiter. Ich weiß auch nicht, was Kate davon hat, wenn sie sieht, dass dort sein Grabstein ist. Also, ich weiß nicht, was ihr das bringen soll. Theoretisch denke ich, dass wir das jetzt wegschneiden können. So, danach können wir ja dann noch mal zu Hans gehen. Mal sehen, was da meint. So, hier ist dieser komische Grabstein. Und jetzt versuchen wir mal diese Schere darauf zu benutzen. Oh ja, das funktioniert. Sehr schön. So, Alexei Tukianov. Hier steht ganz genau, dass er tot ist. Und Kate, was hast du nun davon? Toll. Was? Kräuter und Brombeersträucher. Oh, die hat sie aufgesammelt. Die brauchen wir wohl auch noch. Wer weiß, wozu? Ich gehe erstmal raus. Und ich würde sagen, wir gehen zu Hans erstmal. Vielleicht hat sich da irgendetwas getan. Wüsste ich jetzt nicht, was ich machen soll, denn dieses Rätsel mit den Kerzen, da habe ich erstmal überhaupt gar keinen Plan, was wir dort erreichen sollen. Dieses Mammutdings, Bums, muss uns ja auch irgendwas noch nützen. Ich weiß es aber nicht wirklich, wozu. Ich habe das Spiel zwar schon mal durchgespielt, aber das ist ja auch Ewigkeiten her, also ich habe da keine Ahnung mehr davon, genau wie diese Rätsel zu lösen waren. So, gehen wir mal zu Hans. Der kann es schließlich, vielleicht kann er uns ja helfen. Sieht unverändert aus. Hans?
Nichts. Na, danke, Kate. Können wir hier irgendwas machen? Will ich irgendwie dieses Kräuterzeug drauflegen? Nee. Okay, hier zeigt er schon an, dass es nicht geht. Was haben wir denn noch so Schönes? Legen wir Hans die Schere einfach hin. Streichhölzer? Gut, die können wir hier benutzen. Nee. Ich könnte zwar nehmen, ich könnte die Kerze anzünden. Nein. Also wird definitiv, muss hier etwas sein, womit wir dann die Streichhölzer benutzen können. Irgendetwas. Aber ich denke, puh. Die Bürste werden wir hier bestimmt auch nicht benutzen. Nein. Okay. Dann gehen wir jetzt doch nochmal zum Anfang zurück. Ich denke, ins Dorf müssen wir jetzt nicht. Oder? Ich schaff's mal nicht. Das war ja ein sehr weiter Weg. Wenn wir jetzt zurück in dieses blöde Dorf müssen, also diese Stadt Romansburg. Am Anfang, wo mir hier den Fahrstuhl hochkam, war ja so eine komische Maschine. Konnte man ja irgendetwas herstellen und da will ich jetzt noch einmal schauen. Also wenn ich mich nicht täusche, kann man dort glaube ich Kerzen herstellen. Und ob uns fehlte irgendetwas. Wir sollten da irgendetwas reinlegen. Wahrscheinlich, was weiß ich. Ich brauche mir Wachs oder sowas. Das kann natürlich sein, dass wir sowas wie Wachs brauchen. Aber das haben wir ja nicht. Gut, also in den Fahrstuhl könnten wir steigen. Ich schaue uns diese Maschine noch einmal an. Aber gut, es brutzelt ja eigentlich schon etwas drin. Es ist ja eigentlich, würde ich sagen, Wachs schon drin, oder? Wir müssten hier irgendetwas reinlegen, bestimmt. Es fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Tja, aber was? Ich werde jetzt einfach mal schauen. Was haben wir im Angebot? Die Bürste. Die hier irgendwie benutzen können. Ich muss hier was reinigen. Nein. Geht nicht. Vielleicht müssen wir diese Kräuter hier irgendwie reintun. Kate, was machst du denn da wieder? Ich mach dir eine Art Duftkerze irgendwie aus diesen Kräutern. Sehr schön. Die können wir benutzen. Und jetzt? Es fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Oh, schade. Irgendetwas fehlt uns hier. Verdammt nochmal. Was kann man denn hier machen? Ich habe keinen Plan. Hier können wir nichts mehr machen. Wir haben jetzt also diese Kräuter drin. Man sieht, es kommt dieser grüne Dampf hoch. Es fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Okay, theoretisch, wenn wir jetzt hier schütten, hier würde hier, ich würde sagen, eine Kerze rauskommen. Ja, aber die Streichhölze werden wir hier bestimmt nicht benutzen können. Oh, diese elende Bürste, wozu brauchen wir diese scheiß Bürste? Ich werde doch nochmal auf den Grab benutzen sollen. Aber hier können wir sie nicht nehmen. Gut, tja. Dann war es das jetzt erstmal. Wieder, wo? Oh. Es fehlt etwas, um das... Okay. Tja, wo geht's jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Kann ich denken, dass es irgendwie mit diesem Rätsel bei den Kerzen irgendwas damit zu tun hat. Liegt hier noch mal was drin? Wir werden bestimmt irgendwas brauchen, vielleicht wie so eine Art Kerzenständer oder was, wo wir diese Kerze dann reinstellen können. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, die Bürste könnten wir noch mal am Grabstein benutzen. Vielleicht bringt das noch irgendwas. Aber jetzt weiß ich erstmal wirklich gar nicht, wie es weitergeht. Da stehen wir erstmal vor einem großen Rätsel. Lalalalala. Na komm, Kate. Ich werde jetzt trotzdem erstmal einen Schnitt machen und wir sehen uns demnächst dann wieder, Leute, okay?
warte noch, bis das Bild da ist. Und wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Bye.